Um eine Nadel in einem Heuhaufen zu finden, bedarf es schon einer gewissen Portion Glücks. Wer aber dieses kleine Stückchen Land im riesigen Atlantik findet, dem wird unendlich viel Glück zuteil. So oder ähnlich mussten die Entdecker der Insel empfunden haben, welche Anfang des 15. Jahrhunderts im Auftrag Heinrich des Seefahrers den Atlantik erkundeten und rund 600 Kilometer westlich der afrikanischen Küste in der Bucht von Machico landeten. Als Insel des ewigen Frühlings bekannt, gilt Madeira als hervorragendes Weinanbaugebiet. Und der berühmte Madeira-Wein ist weltweit bekannt. Der stete Wechsel aus herrlichen Bergwäldern, imposanten Steilhängen und wildromantischen Felsküsten zieht jedes Jahr tausende Touristen an. Und fast nirgendwo ist es einfacher, den Alltag hinter sich zu lassen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das gleichmäßige, angenehme Klima sorgt für eine üppige Vegetation und unglaubliche Vielfalt an Blumen und Früchten. Ob bei einer Radtour an der Küste oder einer Wanderung entlang der zahlreichen offenen Bewässerungskanäle, den Nevadas, wer möchte, findet schnell Kontakt zu den freundlichen Inselbewohnern. Aber Madeira kann noch viel mehr sein. Abseits der steinigen Felsen und nicht einmal so tief findet man unter der Meeresoberfläche ein ganz anderes Madeira. Im kristallklaren Wasser trifft man nicht nur Trompeten, Kugel, Papageien oder Drückerfische, sondern auch Barracudas, Anglerfische, Delfine und verschiedene Rochen. In inneren Höhlen, Grotten und Riffspalten finden wir eine große Vielzahl an Muränen, Hummern, Krebsen und Garnelen. Thank you.
Durch die Ausläufe des Golfstroms liegen die Wassertemperaturen das ganze Jahr zwischen 18 und 24 Grad, was Madeiras Unterwasserwelt einen leicht subtropischen Charakter beschert. Als Highlight vieler Tauchgänge gelten aber zweifellos die zahlreichen Begegnungen mit dem zum Teil sehr zutraulichen, riesigen Zackenbarschen. Sie empfinden so gut wie keine Scheu und man bekommt den Eindruck, als suchen sie förmlich die Nähe der Taucher. Erhaben posieren sie vor unseren Objektiven und die beweglichen Augen scheinen ständig zu fragen, ist das gut so? Die intakte Natur, die kurzen Wege und die natürliche Vielfalt der verschiedenen Tauchplätze garantieren zu jeder Zeit unvergessliche Tauchgänge. Und Taucher in der ganzen Welt berichten mit leuchtenden Augen von den Erlebnissen im Nationalpark Garayau.